kann nur sagen, ihr seid alle wundervoll. Und genau damit wir sowas immer weiter behalten, damit wir diese Vielfalt, die ihr hier alle darstellt, auch weiterhin behalten, haben wir jetzt unseren nächsten Redner hier. Der wird uns nämlich erklären, wie das mit der Vielfalt in der Demokratie so richtig funktioniert. Ich darf vorstellen den Johannes Harrer von der Agora-Initiative. Hallo, danke für die schönen einleitenden Worte und danke, dass ich heute vor euch sprechen darf. Ich bin der Johannes und ich möchte heute über ein Thema reden, das mich schon lange beschäftigt, und das ist das Thema der Medienkritik. Ich glaube, dieses Thema ist sehr wichtig für unsere Demokratie, denn in einer Demokratie ist es ja nicht so, dass ein König irgendwas autoritär bestimmt oder irgendein anderer Herrscher, sondern alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, steht im Grundgesetz. Aber dieses Konzept hat eben auch eine Schwachstelle, denn sollte es irgendwie möglich sein, die öffentliche Meinung des Volkes in bestimmte Richtungen zu lenken, dann hat man damit einen sehr großen Einfluss auf den kompletten Staat und auf die Demokratie. Und die Angst, dass so etwas geschehen könnte, die ist nicht ganz unbegründet, denn ich habe mich damit beschäftigt und mir ist dann aufgefallen, dass es viele sehr, sehr intelligente Menschen gab, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Und einer von denen, das war der Walter Lippmann, der hat 1922 das Buch geschrieben, Die öffentliche Meinung. Und da stellt er sich genau die Frage, wie kann man diese öffentliche Meinung lenken, wie kann man die steuern. Und er betrachtet das ganze Thema aus der Perspektive der Erkenntnistheorie heraus. Und da möchte ich noch ein paar Sachen dazu erklären. Ich denke, das ist wichtig, sich mit der Erkenntnistheorie mal auseinanderzusetzen, weil jeder von uns hätte ein Bewusstsein. Und da sollte man sich mal fragen, ja, wie funktioniert dieses Bewusstsein eigentlich, welche Eigenschaften hat es und welche Schwachstellen hat es vielleicht. Und da ist eine zentrale Wahrheit, eine zentrale Einsicht eben, dass kein Mensch die Welt kennt, wie sie tatsächlich ist. Sondern was wir im Grunde nur kennen, das ist die Welt in unserem Kopf. Jeder hat seine eigene Welt in seinem Kopf, die kennt er, aber wie die Welt in Wirklichkeit ist, das weiß keiner. Und um diese Welt verständlich zu machen, ordnet unser Gehirn die Dinge, die es um sich sieht, in Kategorien ein, in vereinfachte Denkmuster. Walter Lippmann nennt es Stereotypen. Und eine solche Kategorie ist zum Beispiel die Kategorie Mensch. Das ist so eine Schublade, da ordnen wir dann so alles ein, mit einem Gesicht, mit dem man reden kann, das aus Fleisch und Blut besteht. Das ordnen wir diese Kategorie Mensch ein. Aber wenn man sich fragt, was ist so ein Mensch eigentlich? Ein Mensch besteht aus 30 Billionen Zellen und jede Zelle besteht aus 100 Billionen Atomen. Und da gibt es noch 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Also das ist ein Konzept, das so unglaublich komplex ist, dass es sich keiner vorstellen könnte. Das heißt, es muss vereinfacht werden. Und da gibt es dann dieses Wort Mensch, 6 Buchstaben, sehr einfach, und diese Kategorie, und das wird dann eingeordnet in unserem Gehirn. Das heißt, das ist die erste Eigenschaft, alles Erkennen vereinfacht, notwendigerweise. Die zweite Eigenschaft ist die, dass jedes Erkennen perspektivisch ist. Also jeder hat seine ganz eigene Perspektive auf die Welt, jeder hat seine ganz eigene Welt im Kopf und jeder hat seine eigenen Beziehungen zu den Dingen. So habe ich zum Beispiel meine eigene Beziehung zu meinen Eltern, die jetzt kein anderer hier hat. Oder ich habe auch ein eigenes Bild von Forchheim und jeder von euch hat auch sein eigenes Bild von Forchheim. Das ist seine eigene Welt hat er in seinem Kopf, seine eigene Perspektive. Das ist die zweite Eigenschaft. Und die dritte ist die, dass jedes Erkennen auch wertend ist. Wir bewerten die Dinge um uns. Das Essen und die Menschen und die Straße und Autos und so, und das wird alles ständig unterbewusst bewertet, das ist auch so eine Eigenschaft. Wenn man sich jetzt fragt, ja, welchen Wert hat ein Apfel, dann für ein Kind, das jetzt lieber Gummibären isst, vielleicht überhaupt keinen Wert. Für jemand im Supermarkt, der jetzt sich einen Apfel kaufen will, 30 Cent. Und für jemand, der jetzt am Verhungern ist, ist er unvorstellbar wertvoll. Also dieser Wert ist dann auch abhängig von der Perspektive, die man auf die Welt hat. Und warum erzähle ich das euch alles? Weil genau diese Einsichten über die Erkenntnis uns an eine Weggabelung stellen. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann in unserer Demokratie, wenn man das Ganze auf die Politik anwendet. Und der erste Weg, der ist eben der, dass man sagt, ja, unsere Erkenntnis vereinfacht notwendigerweise. Also müsste man den Menschen möglichst viele Informationen über die ganzen politischen Zusammenhänge geben, sie möglichst bilden in der Schule schon mit den Medien,
möglichst viele Informationen Ihnen geben, sodass Sie die Welt sinnvoll einschätzen können und zu mündigen Bürgern werden können, die die richtigen politischen Entscheidungen treffen können. Das ist, um diese Vereinfachung entgegenzuwirken. Und dann ist die Erkenntnis noch perspektivisch, das heißt, man sollte den Menschen auch möglichst viele verschiedene Perspektiven zeigen. Man sollte ihnen zeigen, ja, wie denkt jetzt rechts, wie denkt links, wie denkt arm, wie denkt reich, weiß, schwarz, wie denken die Russen, wie denken die Chinesen, wie denken die Amerikaner über ein bestimmtes Thema. Und wenn man diese ganzen Perspektiven vergleicht, dann kann man sich eben ein möglichst vollständiges Bild machen. Also perfekt wird man nie eine Sache kennen, aber man könnte es vollständiger machen, um eben die Menschen zu mündigen Bürgern zu machen, damit sie die Sachverhalte richtig bewerten und zu ihrem Vorteil dann etwas entscheiden können, was ja der Sinn in der Demokratie ist. Das ist der erste Weg, den man einschlagen kann. Und dann gibt es aber noch eine Kehrseite des Ganzen, die ist genau die entgegengesetzte Frage, zu fragen, ja, wie kann man genau verhindern, dass solche mündigen Bürger zustande kommen? Wie kann man die Bürger in bestimmte Richtungen lenken, um ihnen die eigene Perspektive, die einem selber nutzt, ins Bewusstsein zu geben, sodass sie bestimmte Dinge denken, bestimmte Sachen verfolgen, die jetzt nicht ihrem eigenen Vorteil dienen, sondern dem eigenen. Und da möchte ich auf beide Wege mal eingehen, diesen Weg des mündigen Bürgers und den Weg der Manipulation. Und anfangen möchte ich mit der Manipulation. Da gibt es nämlich verschiedene Techniken, verschiedene Begriffe, mit denen das tatsächlich möglich ist, die auch von so intelligenten Leuten entwickelt wurden. Und der erste Begriff, die erste Technik ist die Technik des Framings. Frame bedeutet Rahmen und durch diese Technik soll ein Deutungsrahmen erzeugt werden, der einen bestimmten Sachverhalt in einem bestimmten Licht erscheinen lässt. Das heißt, man soll durch diese Technik wird eine einseitige Perspektive an die Menschen herangetragen. Kann man sich so vorstellen wie bei einem Bild, bei einem Gemälde. Das Gemälde hat einen Rahmen außenrum. Auf dem Rahmen ist eine Perspektive von einer Landschaft, von einem Menschen. Aber das ist eben nur eine einzige Perspektive und alle anderen unendlich vielen Perspektiven, die noch möglich wären, die fallen unter den Tisch, die sind außerhalb dieses Rahmens. Und ein Beispiel des Framings ist zum Beispiel, wenn man sich die Kriege, die in den letzten Jahrzehnten im Nahen und Mittleren Osten geführt wurden, betrachtet, dann ist ein Deutungsrahmen, ein Frame, den man da aufbauen kann, zu sagen, in diesen Ländern, da gibt es dann einen bösen Mann, einen Diktator, der ist an der Macht, der unterdrückt sein Volk und um diesem Volk dann die Freiheit und die Demokratie zu bringen, muss man dann mit seiner Armee einmarschieren, diesen bösen Mann töten und dann den Menschen die Freiheit bringen mit seiner Armee. Das ist dann ein Deutungsrahmen, den man aufstellen kann, den man im Fernsehen und in der Zeitung den Menschen zeigen kann und dann denken die auf eine bestimmte Weise. Eine zweite Perspektive, die man einnehmen kann, die ist zu sagen, ja, im Grunde geht es weniger darum, den Menschen zu helfen mit diesen Ländern, sondern es geht darum, das Öl der Länder zu erbeuten oder seine eigene geostrategische Machtposition auszubauen, Militärbasen zu errichten, also gar nicht selbstlose Ziele. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die man aufbauen kann und diese Sichtweisen, diese Perspektiven erzeugen ein anderes Gefühl und sie veranlassen die Menschen auch dazu, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Im ersten Fall wird der Krieg eher befürwortet, im zweiten Fall eher abgelehnt. Und je nachdem, welches Frame man aufbaut, kann man also so das Denken beeinflussen. Und nun ist es so, dass jeder immer irgendwelche Perspektiven in die Bevölkerung bringen kann, aber die Frage ist nun, wie schafft man es, dass sie sich dann auch tatsächlich durchsetzen in der öffentlichen Meinung. Da gibt es auch ein paar Schritte, die man gehen kann. Der erste, das kennt jeder, das ist das Konzept der Wiederholung. Indem man ein Thema immer wieder wiederholt und wiederholt, wiederholt, dann brennt es sich in das Unterbewusstsein ein. Bei der Werbung, die Slogans Haribo macht Kinder froh, McDonald's, ich liebe es. Und wenn die immer wieder wiederholt werden, dann assoziiert jemand ständig sofort etwas damit und es beeinflusst dann das Handeln. Das wird für wichtiger gehalten, wenn es immer wieder wiederholt wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist das Konzept der Monopolisierung. Das haben vielleicht weniger Leute gehört. Das stammt aus einem Aufsatz von Paul Felix Lazarsfeld, das ist ein amerikanischer Soziologe, der heißt Mass Communication, Popular Taste in Organized Social Action aus dem Jahr 1948, also auch schon sehr alt. Und Monopolisierung bedeutet, dass man möglichst versuchen sollte, ein Meinungsmonopol zu erzeugen. Also wenn man es schafft, dass in allen Radiosendern, in allen Zeitungen, in allen Fernsehsendern dieselbe Perspektive, dieselbe Sichtweise steht, dann erkennen die Leute gar nicht, dass es eine einseitige Perspektive ist, sondern sie halten das für die unumstoßliche Wahrheit. Also wenn man so ein Meinungsmonopol erzeugen kann, dann verhindert man, dass die Menschen kritisch darüber nachdenken, weil sie gar keine anderen Sichtweisen kennen. Das ist etwas, womit man das eben sicherstellen kann, dass sich eine bestimmte Sichtweise durchsetzt. Also man hat das Framing, also die einseitige Betrachtung, dann die Wiederholung und dann die Monopolisierung. Und ein vierter Punkt ist dann, die aktive Ausgrenzung, die aktive Bekämpfung von Andersdenkenden.
Da gibt es auch Techniken, das Labeling oder Kampfbegriffe, ein Kampfbegriff Verschwörungstheoretiker, Rechtspopulisten und was weiß ich. Das sind dann Etiketten, die an bestimmte Gruppen herangeheftet werden, und wenn man diese Etiketten verwendet, dann schalten die Menschen viele direkt ab und denken, aha, mit diesen Gruppen sollte ich mich gar nicht auseinandersetzen, sollte ich gar nicht anhören, was die da erzählen, man sollte nicht mit denen reden, und dadurch wird dann die Diskussion verhindert. Das ist der vierte Punkt, nämlich die Verhinderung einer Diskussion. Wenn nämlich die Menschen miteinander reden würden, wenn sie auf einen Platz kommen würden, sich austauschen würden über die Perspektiven, dann könnten sie ja andere Sichtweisen zu Gesicht bekommen, die dieser Monopolisierung widersprechen. Das heißt, das muss auch verhindert werden. Das ist auch eine Technik, die Technik der Kontaktschuld, dass man sagt, ja, jemand, der mit einer bestimmten stigmatisierten Gruppe auch nur zu tun hat, der ist dann auch ausgegrenzt. Und so kann dann relativ sichergestellt werden, dass man eine Meinung in der Öffentlichkeit durchsetzt. Und an diesem Punkt möchte die Agora-Initiative anfangen, und ich glaube hier ihr auch alle, dass man Plätze schafft, wo die Menschen sich wieder unterhalten können, wo sie sich austauschen können, ihre Meinungen austauschen können und wo Leute zu Wort kommen können, damit sich eben die verschiedenen Perspektiven, die Sichtweisen, die jeder hat, begegnen können. Und die Agora, das war eben der antike Marktplatz im alten Athen, und auf diesem Marktplatz, da haben sich die Bürger versammelt, das Volk hat sich versammelt, die Politiker, die Philosophen waren da auch, und da haben sie eben miteinander geredet, und durch diesen Meinungsaustausch konnte dann die Meinungsbildung im Volk stattfinden, und so konnten sie richtig über die Politik entscheiden in ihrer Demokratie. Und eine Stadt ohne eine solche Agora, das war quasi gar keine Demokratie, der war nicht souverän, weil eben diese Diskussion absolut notwendig war. Und das sollte man, denke ich, heute auch wieder einführen, dass es solche Plätze gibt wie hier, wo man sich unterhalten kann, wo man miteinander reden kann. Und das ist dann auch schon der erste Schritt auf diesem zweiten Weg, dem Weg des mündigen Bürgers. Wie kommt man dahin? Also man muss mit den Menschen reden, man muss diskutieren. Der zweite Punkt ist, den ich für wichtig halte, ist, man sollte diese Techniken der strategischen Kommunikation durchschauen. Denn wie ihr gehört habt, sind die schon sehr alt. Walter Lippmann 1922, fast 100 Jahre alt. Und das sind nicht nur diese fünf Techniken, die ich da jetzt aufgezählt habe, sondern ich habe mir Bücher geholt von allen möglichen Leuten, Rainer Mausfeld, den ich da sehr wichtig halte, und eine Liste zusammengestellt mit 30 solcher Manipulationstechniken, die in einem Handbuch der öffentlichen Meinung veröffentlicht sind auf der Internetseite www.agorainitiative.de. Hier sind auch Flugblätter, könnt ihr euch dann mitnehmen. Und ich denke, nur wenn man diese Techniken mal gehört hat, Framing, Labeling, dann kann man die auch erkennen. Obwohl sie tagtäglich vor den eigenen Augen verwendet werden, sieht man sie oft nicht, weil man den Begriff nicht kennt, weil man keinen Zusammenhang erstellen kann. Und bei der Zigaretten ist es zum Beispiel so, auf den Zigaretten steht groß drauf, ja, diese Zigarette enthält Teer, verursacht Lungenkrebs, dann weiß jeder, ja, was er dann damit sich kauft. Aber beim Fernsehen ist es nicht so, dass beim Fernsehen rot drüber steht, diese Sendung enthält Framing, sie versucht ihre Meinung zu lenken. Und das heißt, man muss diese Techniken erstmal kennen, bevor man das sehen kann, wirklich. Und der dritte Punkt ist dann, dass man, denke ich, Bücher lesen sollte. Weil man kann sich viel unterhalten mit den Leuten, aber ich denke, nur Bücher kann eine wirklich solide Grundlage für diese Diskussion bieten, weil man sich mit den Büchern eben mit den intelligentesten Menschen, die jemals gelebt haben, auseinandersetzen kann. Mit Da Vinci, mit Nietzsche, Platon, Aristoteles, Descartes und so weiter kann man sich anhören, was haben diese sehr intelligenten Menschen gedacht. Und das kann man dann zur Grundlage seiner Weltanschauungen, seiner Diskussion machen. Und das ist dann der dritte Punkt, den ich für wichtig halte, Bücher lesen. Und zum Schluss noch den vierten Punkt. Das ist, dass ich denke, dass es nichts nützt, wenn man alles weiß, sondern man muss dieses Wissen dann auch nach außen tragen. Nur in sich hineinzufressen, das ganze Wissen, Bücher zu stapeln, das nützt alles nichts, wenn man das dann nicht weitergibt. Also man muss aktiv werden. Das seid ihr alle schon mal, da ihr hier sitzt. Und ich denke, es ist wichtig, sich Gedanken zu machen, ja, wie kann ich etwas verändern mit dem, was ich jetzt weiß?
geht zum Beispiel auf den Veranstalter hier zu, fragt, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mithelfen und macht euch da Gedanken, wie man da aktiv an unserer Demokratie mitarbeiten kann. Und damit bedanke ich mich. Ja, danke. Also da muss ich gleich mal sagen, Johannes, bleib mal hier vorne. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Vortrag, aber es haben sich... Ihr dürft doch gerne noch mal klatschen für so einen tollen Referenten. Ich denke, es haben sich vielleicht auch ein paar Fragen dazu ergeben. Wie sieht's aus? Traut sich irgendwer? Habt ihr Fragen an den Johannes, wie man sowas gestaltet oder Beispiele? Nochmal wiederholen in ein paar Wochen, damit mehr Leute Ich kann die Zeit nicht vordrehen und nochmal in ein paar Wochen. Mir geht es um jetzt. Aber den Vorschlag können wir aufgreifen. Würde ich gerne, ja, danke. www.agora-initiative.de. Das habe ich auch verlinkt auf der Homepage. Wer also zum Beispiel auf der Homepage schaut unter alternativen Kanälen, Nachrichten, der findet das auch. Also schon verlinkt. Was mir eigentlich spontan vorhin eingefallen ist, ist ein bisschen eine absurde Idee, aber vielleicht findet ihr sie gut, zum Thema Agora. Ne? Da habe ich mir eigentlich spontan gedacht, wenn wir hier haben wir den Paradeplatz, vielleicht könnten wir den umtaufen, Agora-Platz. Und dann bleiben wir bleiben ja mit der Sicherheit noch ein bisschen länger hier. Ich denke, dass die jetzt hier den Namen viel besser passen. Ne? Schöne Idee, ja. Mich würde interessieren, wie du an solche Personen rangehst, die durch die Medien halt geblendet sind und diese Meinungsbildung ja, im Kopf haben, damit die wieder ihre eigene Meinung sich bilden können, weil die sind ja meistens sehr versteift in dem, was sie eingetrichtert bekommen haben. Ja, das ist oft sehr schwierig und da stoße ich dann auch an Mauern, wo ich manchmal dann einfach die Finger davon lasse, weil ich merke, das bringt einfach nichts. Aber ich denke, generell ist sehr wichtig, immer sachlich zu sein. Sachlich zu argumentieren, auf belegbare Fakten halt aufzubauen, nicht emotional jemand anzugreifen. Da gibt es nämlich auch das beschreibe ich auch im Handbuch, das Konzept der kognitiven Dissonanz. Kognitive Dissonanz bedeutet, dass jemand zwei verschiedene widersprüchliche Wahrheiten in seinem Kopf irgendwie vereinen muss. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also viele Menschen, die sind in diesem Land aufgewachsen und haben im Grunde dieser medialen Berichterstattung mit der Muttermilch aufgenommen und sind in ein System eingebunden, da wo sie Jahrzehnte dran investiert haben, das geglaubt haben und es ist immer sehr schwierig, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Wo man schon sehr lange für wahr erachtet hat, das dann zu hinterfragen und zu sagen, ja nee, im Grunde stimmt das alles gar nicht so, ich sollte das mal anders betrachten. Und das sind also diese zwei widersprechenden Konzepte, die man im Kopf hat. Das alte, wo man dran hängt, wo man immer für wahr geglaubt hat und dann irgendwelche neuen Wahrheiten, die dem widersprechen. Und da eine Lösung des Ganzen ist eben, ja, man hinterfragt wirklich das alte und sagt dann, ja, ich hatte Unrecht. Das ist eine Möglichkeit, aber das ist eben sehr schwierig und selten nur der Fall. Und die zweite ist eben, dass man sagt, man blockiert komplett und man schaltet dann ab und lässt die neuen Informationen gar nicht an sich ran. Und da ist es halt wichtig, ja, nicht fanatisch irgendwen zu versuchen, da von irgendwas zu überzeugen, sondern eben sachlich bleiben, ihn vielleicht aufzufordern, ein bestimmtes Buch zu lesen, das jetzt Informationen enthält, die wichtig sind, weil da kann man dann diese ganzen Zusammenhänge erst richtig tiefgreifend begreifen. Wenn man jetzt Uwe Krüger Mainstream, das ist jetzt so ein Buch, das ich für wichtig halte, dass so die mediale Struktur hier aufzeigt, mit wem die Medien die leitenden Positionen vernetzt sind, Atlantikbrücke und so weiter, dass die da drin setzen. Und wenn man dann diese Hintergründe versteht und sachlich von einem Wissenschaftler erklärt bekommt, dann ist es vielleicht auch einfacher, das anzunehmen. Ja. Ja. Da vorne der Andreas. Ich
Ja, danke für die Ausführungen, auch über das Framing insbesondere. Wir framen hier ja auch. Wir haben ja auch den Frame Freiheit als wichtigsten auserkoren. Und was, denke ich, ist auch bei der Rede vorher ja schon rausgekommen, viele frustriert ist, dass sie eben schier nicht durchdringen damit. Also eigentlich ist das ein sehr mächtiger Frame. Er ist sehr, sehr alt, sehr, sehr wichtig, absolut grundlegend. Da würde mich interessieren, was denkst du, warum verfängt das so schlecht im Moment? Warum sind die Menschen nicht empfänglich dafür und springen einfach schlecht an auf diesen Freiheitsframe im Moment? Ich würde es mal so ergänzen, wie wecken wir unsere Schlafschafe? Ja, also nochmal zum Framing, ja, wir verwenden auch Framing und es ist ja so, jeder hat eine Perspektive und es ist, glaube ich, unmöglich ohne Framing und ohne Vereinfachung zu kommunizieren, weil das eben diese Vereinfachung und die Perspektivität, die Grundeigenschaften jedes Denkens in jeder Sprache sind, das heißt, das hat man immer irgendwo drin. Die Frage ist nur, erstens, zu welchem Zweck? Und zweitens, will man jetzt nur die eigene Perspektive den Leuten zeigen und sie ihnen aufdrängen? Oder will man im Grunde, dass die Menschen sich unabhängig aus verschiedenen Perspektiven informieren? Also das ist notwendig. Und jetzt, wie kommt man an die Menschen ran? Und hier ist, glaube ich, ein zentrales Problem, dass die Kanäle fehlen, dass die Übertragung von Informationen fehlt. Das ist auch der Gedanke, der mich im Grunde unten Freund von mir vor 2 Jahren auf diese Agora-Initiative gebracht hat. Wir haben gesehen, es gibt im Internet eine Blase mit einigen 100.000 Leuten, das sind schon mal ziemlich viele, aber das sind nur weniger als 1% der Bevölkerung, die sich unabhängig informieren über bestimmte Kanäle, die dann Informationen bringen, die man so überhaupt nicht im Fernsehen sehen würde. Und das ist eine große Minderheit nur, und man muss an die Mehrheit irgendwie rankommen und braucht einen Kanal zu dieser Mehrheit. Wenn die nicht hören, was wir denken, dann hören sie nur über Dritte, über die Mainstream-Medien von uns und die berichten dann schlecht und dann nützt das auch nichts. Dass man, und da war eben der Gedanke damals, dass eine Sache, die man nicht zensieren kann, das sind eben Briefkästen. Und wir haben auf der Internetseite Agora-Initiative ein Flugblatt, das man herunterladen kann. Das kann sich jeder einfach herunterladen und dann selber mit seinem Heimdrucker A4 zu Hause ausdrucken, einmal falten und dann in die Briefkästen seiner Nachbarschaft verteilen. Und damit hätte man einen Kanal, mit dem man zumindest mit dieser kleinen Information schon mal bestimmte Leute erreicht, die sonst nie irgendwie mit solchen Informationen in Kontakt gekommen wären. Das ist ein Konzept. Also man muss irgendwie mit den Leuten reden. Eine zweite Sache ist, ja, einfach unterhalten. Jeder kann sich mit seiner Familie, seinen Arbeitskollegen, seinen Freunden unterhalten über die Themen, die einem wichtig sind. Das ist was, das man machen kann. Und ja, einen Fernsehsender aufzumachen, das ist halt sehr schwierig, oder einen Radiosender, wo man wirklich die Massen erreicht, dafür braucht man sehr viel Geld. Ja, aber falls da jemand Ideen hat, wär interessant. Ja. Ja, hallo, ich wollte ganz kurz was dazu sagen, was da kam mit dem, wie kann das sein, dass das alles so einseitig ist. Also ich habe eine Theorie, das ist meine persönliche Wahrnehmung der letzten Wochen, was sich immer mehr so verdichtet hat, dass ich glaube, dass für den ganz großen, überwiegenden Teil unserer Bevölkerung die Vorstellung, dass unser Staat, unsere Regierung, unsere Politiker uns nichts Gutes wollen, einfach unvorstellbar ist. Also es ist einfach unfassbar für die allermeisten Menschen. Für die allermeisten Menschen nicht fassbar, einfach nicht begreiflich, dass es sein kann, überhaupt im Bereich des Möglichen ist, dass unsere Regierung nicht alles tut, um was Gutes für uns zu machen, sondern dass es eventuell auch in die andere Richtung geht, beziehungsweise, dass sie Dinge in Kauf nehmen, die uns einfach schaden, um es jetzt vorsichtiger auszudrücken. Ich glaube, wenn das ist ein ganz, ganz starkes, altes, ganz, ganz grundlegendes Framing, das wir da haben. Das ist ja, wir sind ja damit aufgewachsen, wir wählen, wir denken, wir bestimmen mit, es wird uns immer gesagt, wir bestimmen mit, wir haben Politiker, die wir gut finden, die wählen wir dann und so weiter und so fort. Ich glaube, dass fast jeder Deutsche im Grunde genommen ein bisschen glaubt, dass fast alle Politiker irgendwie nicht ganz sauber sind. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig. Wenn man die Menschen fragen würde, würden sie sagen, ja, die Politiker, wissen wir ja, die sind alle, so sind sie halt.
Aber dass es in die Richtung geht, die wir jetzt gerade so erleben, dass sie uns tatsächlich nichts Gutes mehr wollen, das würde ganz vielen Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Also so richtig, ich glaube, die ganze Glaubensgrundlage, alles wegziehen, was sie jemals gedacht haben. Und das macht unglaublich Angst. Es macht unglaublich Angst, das vielleicht hinzunehmen, zu sehen, dass das jetzt gerade passiert. Und das ist auch ganz, ganz schwierig, das irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wäre es denn nicht vielleicht möglich, dass die Politiker tatsächlich nicht unser Bestes im Sinn haben? Eine Diskussion zum Beispiel war immer, aber warum sollten die denn unsere Wirtschaft kaputt machen? Warum sollten sie das denn tun? Ich verstehe nicht, warum die unsere Wirtschaft an den Boden bringen. Warum? Und ich habe geantwortet, die Politiker müssen keine Rechenschaft dafür ablegen. Wenn unsere Wirtschaft am Boden liegt oder wenn unsere Wirtschaft blüht, keiner muss persönlich dafür bezahlen, Rechenschaft dafür ablegen. Das einzige Ziel ist, dass sie wieder gewählt werden. Wie sie das auch immer schaffen werden, aber sie sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, also aus meiner Sichtweise, kann es ihnen egal sein, ob unsere Wirtschaft blüht. Weil sie müssen es ja nicht bezahlen, überhaupt nichts, gar nichts davon. Das führt manchmal dazu, dass die Leute sagen, ja, vielleicht ist da auch was dran. Aber es ist wirklich, wirklich sehr schwer mit dem, da wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe es ja auch nicht geglaubt, aber jetzt bin ich viel kritischer. Das war meine Anmerkung dazu. Danke. Also ich finde die Fragen jetzt schon total toll, aber ich muss jetzt auch gleich da mal noch einhaken. Den Boden unter den Füßen wegziehen, weil jemand mir nicht so Gutes will. Was mir da spontan kommt, ist Selbstverantwortung. So, als ich anfing, für mich selber die Verantwortung zu übernehmen, war für mich auch klar, ich brauche niemanden mehr, der für mich anders was tut, sondern ich kann das selber. Ich brauche eigentlich keine Politiker, die für mich diesen Staat organisieren oder die für mich die Behörden organisieren. Und ich glaube, das ist auch der Beginn dessen, was wir hier gerade erleben. Und da wäre die Agora-Initiative mit ihren Ideen, dass die Leute erst mal lernen, was ist denn los, was kann ich mir für andere Gedanken machen, um über diesen Weg vielleicht in die Selbstverantwortung zu kommen. Das wäre, glaube ich, toll. Da möchte ich ja noch ein Konzept anbringen, das ein Kumpel von mir, der Christoph, entwickelt hat. Das ist ja so, es gibt die vier Gewalten, wie man sie nennt, Exekutive, Legislative, Judikative, das sind die drei Gewalten des Staates, und dann noch die Presse, wo man sagt, als vierte Gewalt, die dann die drei Gewalten überwachen soll. Und anscheinend scheint das nicht so gut zu funktionieren, dass die Presse jetzt die Politik überwacht. Deswegen hat er sich gedacht, man bräuchte eine fünfte Gewalt, die die Presse und die Politik überwacht, und das ist die organisierte Bürgerschaft. Das sind wir. Und das sagt der Johannes so trocken, das sind wir. Das heißt aber auch, dass wir das dann übernehmen dürfen. Wir dürfen uns dessen bewusst werden, dass wir die Macht haben. Dass wir nicht diejenigen sind, die da sagen, passiert ja eh nichts, wenn ich mich engagiere. Sondern jeder Einzelne von uns, wenn sich engagiert, dann kann ganz viel passieren. Das sind wir. Spontan so eingefallen, ich meine, wir sind eigentlich jeden Tag hier auf dem Platz. Was wäre denn, wenn wir vielleicht einmal in der Woche dieser Agora-Initiative einen Platz einräumen auf unserer Demo und sagen, wir schreiben sie auf die Flyer mit drauf und so, und da geben wir jedem die Möglichkeit, sich miteinander zu unterhalten, Meinungen auszutauschen. Einfach, dass es noch besser in die Öffentlichkeit dringt, dass es hier erwünscht ist, dass die Leute sich miteinander unterhalten. Vielleicht kommen dann mehr, stellen Fragen und wollen sich einfach zu dem Thema äußern oder gegenseitig Meinungen bilden.
Das ist ja schon das Konzept, was wir versuchen unter der Woche hier rumzubringen, dass eben jeder Forchheimer einfach nach vorne kommen kann. Noch viel besser wäre es, wenn wir dann hier vorne auch Diskussionen mit zwei Mikros führen würden. Aber ich glaube, dazu braucht man auch ein bisschen Mut und die Ideen dafür. Aber gerne, können wir jederzeit machen. Also wir können gerne darauf hinweisen, dass wir einfach dieses Thema mal forcieren wollen. Das macht Sinn. Ja, klar. Also wir sind da ganz offen. Wir sitzen hier, also jetzt mit Vorschläge. Bitte? Den Stadtrat. Was glauben Sie, wie oft wir dich schon eingeladen haben? Wie war das Ausgrenzen? Das kommt, das kann ich jetzt vielleicht schnell zitieren. Von wegen, wenn sich da irgendein Politiker jetzt hier blicken lässt, der ist am nächsten Tag seinen Job los. Ganz klipp und klar. Ich habe hier alle wichtigen Leute hier schon eingeladen. Die kommen nicht. Doch eine war da. Also ich lebe damit tagtäglich. Ich bin ständig hier da. Aber wer ist nicht da? Unser Lokalpolitiker. Also vielleicht gibt es ein paar, also ich kenne, vom Stadtrat kenne ich nicht allzu viele, ne? Aber ich denke, ich würde es mir wünschen, dass die sich häufiger zeigen würden und einfach sagen, ich würde mir wirklich wünschen, wenn die hier mal da sind, dass wir eigentlich eine ganz offene Diskussion haben. Warum nicht? Und vielleicht nach dem Dienstschluss. Also ich würde dich auch nicht unbedingt erwarten, die sind ein bisschen auch in der Zwickmühle, ne? Ganz ehrlich. Also ich denke, Polizisten dürfen in der Öffentlichkeit keine Meinung kundtun, solange sie im Dienst sind, weil die sind ja schließlich ihrem Diensteid verpflichtet. Noch ein Einwand hier? Zum Thema Stadtrat möchte ich dazu sagen, ein Herr vom Stadtrat von der SPD war jetzt schon zweimal da. Ich habe mich sehr nett mit ihm unterhalten. Er findet es gut, was wir da machen. Er stimmt zwar nicht in allem mit uns ein, aber er findet es gut, dass es Leute gibt, die für ihre Meinung einstehen und sich an der Demokratie beteiligen. Und er hat darüber auch mit dem Oberbürgermeister gesprochen und der ist der gleichen Meinung. Also von daher wissen wir zumindest mal, dass unser Stadtrat und der Bürgermeister Bescheid wissen, dass wir hier jeden Tag sind. Und zumindest finden sie es gut, dass wir quasi die Meinungsfreiheit und die Möglichkeiten, die die Demokratie uns bietet, hier auch nutzen, um uns mit einzubringen. Was es bewirkt, denke ich, kann man schon sehen, weil wir ständig mehr werden. Aber es geht halt nicht so schnell, wie manche von uns sich das gerne wünschen würden. Da fällt mir nur ein, was unsere Heike am Anfang gesagt hat. Das, was wir hier jetzt vor uns haben, ist sicher kein Sprint. Das ist eher ein Marathon. Und das gibt mir immer wieder die Kraft zu sagen, okay, Marathon sind mindestens 42 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Schritte 42 Kilometer enthalten und wenn wir jeden Tag einen Schritt machen, dann dauert es noch ein bisschen, bis dass wir hier was erreichen. Aber wir können es erreichen. Und was mir der Johannes eben noch gesagt hat, er wäre auch bereit, unter der Woche nochmal herzukommen und sich zur Diskussion zur Verfügung zu stellen. Okay. Es ist nicht so, dass wir. Ich sage euch jetzt mal was, was ich eigentlich nie unbedingt sagen wollte. Ich hatte zum 50. Jubiläum, was wir hatten, alle Abgeordneten eingeladen, auch die Frau Badum. Ich habe jetzt vor 2-3 Tagen habe ich noch mal eine Nachfrage bekommen, nach dem Motto, ob ich bereit wäre, etwas zu organisieren. Ich habe jetzt noch ein bisschen gezögert, weil gestern war ja noch ein Stand von den Grünen hier vorne an der Ecke. Da wollte ich eigentlich hingehen und mal schauen, was die erzählen, weil es stand in der Zeitung, dass die Grünen auch Fragen beantworten würden, was über uns ginge. Und da hätte ich doch ganz gerne, wollte ich mal vorbeischauen, hat bloß zeitlich nicht geklappt, der Stand war schon abgebaut, aber der Kanal ist noch offen. Wir überlegen jetzt intern, was wir aus dieser Gelegenheit machen, ob wir
Ob wir eine kleine Runde machen oder große Runde, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber da werde ich nochmal nachhaken und dieses Angebot aufgreifen. Aber das war das Positive. Das Positive, das Negative, sage ich mal, wie gesagt, die Gefühle sind da gemischt. Ich hatte auch mal bei der Gelegenheit auch mal eine Anfrage auch an den Grünen, an einen grünen Stadtrat. Und die Antwort war, hieß ungefähr, bitte schreiben Sie mich nicht mehr an. Also auch sowas gibt's. Also ich denke mal, ich nehme das einfach in Kauf. So sind halt die Diskussionen und man muss einfach die Chancen nutzen, die sich bieten. Schauen wir mal, was rauskommt.